Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in God of War. Und ja, ich hatte endlich mal ein paar Sekunden Zeit, um etwas zu sagen, weil am Ende der letzten Folge waren die zwei hier doch sehr intensiv miteinander am Quatschen. So, du darfst auch gerne laufen. Okay, du darfst es anscheinend nicht hier drin. Die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin, wenn er jetzt gar nicht hier bleiben will? Ich habe nämlich gar kein so richtiges Ziel. Ziele. Zum Boot zurückkehren. Sei stark, Junge. Freya kümmert sich um dich. Ich werde alles tun, was sie verlangt, um dich zu retten. Ja, das hatten wir doch schon. Die geheime Jötunheim-Weltenrune in Tyrs Gruft finden. Okay. Zur Karte. Das wäre dann hier in der Nähe. Bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tyrs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Ja, das ist gut. Das hatte ich zwar auch gerade erst rausgefunden, aber okay. Muss ich jetzt... Achso, hier muss ich hin. Okay. Komm mal mit, Kleiner. Aber ich kann diesen Dickkopf, ehrlich gesagt, von ihm immer noch nicht verstehen. Welche Waffen habe ich? Oh. Du sollst eigentlich deine Waffe ziehen. Genau. Achso, die habe ich jetzt drin. Okay. Die sind ja auch nicht schlecht. Ich denke mal, die sind für die anderen Klingen, für die anderen Gegner auch nicht schlecht, ne? Sind noch nicht angegriffen worden. Es dauert so lange. Irgendwie kommt mir das gerade so gefährlich vor. Ich weiß auch nicht. Ah, siehst du? Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin die Schlange gerufen. Das Boot ist gestrandet? Wo ist denn das Boot? Ach so, da. Was ist das hier? Nein, geht nicht. Okay, das war dann wohl so ein... Steig ein, ich werde es ziehen. Weltenreiseteil hier. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge? Hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten.
Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Außerdem ist er ja streng genommen auch kein Gott, sondern ein Halbgott. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Ein Wolf wäre cool. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, aber ich habe mehr als mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyr's Gruft zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Ja, also ich habe Lust darauf, hier mal zu gucken, ob wir noch ein bisschen was an Geld einsammeln können, bevor wir hier weitermachen. Ich habe eine Frage. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inungar, die große Leere. Es gab noch keine Welten, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorging... Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang Ymirs Leib. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Niederer, lüsterner Tyrann. Mimir? Ah, du vielleicht. Am besten machen wir an dieser Stelle. Versuchen wir es nochmal, ohne Unterbrechungen. Genau. Also genau für beides. So, ich kann mich auch wieder dran erinnern, weil da nämlich dieser eine Typ sich rächen wollte. Ich glaube, es war in der vorletzten Folge oder in der vorvorletzten Folge, ich bin mir nicht sicher. Auf ein Neues. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Bringt uns das denn was? Ja, mehr nicht, oder was? Okay. Hier oben. Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Aber von hier sind wir doch, glaube ich, letztes Mal reingekommen, oder? Kann ich auch gar nicht durchgehen, okay. Wieso zeichnet der dann keine Rune? Ah, jetzt endlich. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Irgendwie schon. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut.
Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tier. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Okay. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sache zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Okay. Wo ist dieser schwarze Hunkenkopf? Keine Ahnung. Ich war noch nie hier. Da mich jetzt keine halbe Million an Gegnern hier angegriffen hat, nehme ich an, wird das jetzt gleich folgen. Der Stein! Das muss ihn sein! Wir deaktivieren die Verteidigungsmechanismen, wie auch immer das gehen soll. Sieht sehr interessant aus hier irgendwie. Kann man mit dem Ding ausmachen? Eine Falle für die Winde von P. Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Die Winde wovon? Oh, hatten wir das nicht. Und als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heilmittel geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Okay, das kann man nehmen. Aber darüber sprechen wir später. Nee, darüber sprechen wir gar nicht. Ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren. Also, ich kann hier theoretischerweise... Das ist, glaube ich, keine Heilung, ne? Ja. Ich kann hier theoretischerweise so ein grünes Ding nehmen. Die Frage ist, muss ich das jetzt dann hier reinschießen? Da waren ja eben so... Teile. Aber die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr aktiviert, ne? Kann man... Ja, doch. Doch, auf der Seite geht das noch. Dann wäre die Frage zu klären... Ja, aber so schnell kommen wir doch nicht hier hin. Bewegung, sonst verlierst du sie. Ja doch, hier können wir... Nee, hier kann ich sie nicht. Aber da hinten ist doch eins drin. Ich muss erstmal gucken. Moment. Also hinten ist das Einzige, was ich gesehen habe, wo so ein Teil aber schon drin ist, komischerweise. Und hier ist ja eigentlich überhaupt nichts. Aber das ist... Ja doch, das sieht aus, als ob das aktiviert ist. Ja, aber ich muss es wahrscheinlich trotzdem darüber bringen, nehme ich mal an. Bisschen komisch.
komm schon. Komm schon. Komm schon. Hier. Geh weg, Junge. Okay, das scheint zu klappen. Gut. Das ist aber nicht nett. Okay. Ihr wollt mich verarschen, oder? Und die da hinten ändern sich auch. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für die Hand. Die schmale Durchgänge. Aber Vater kommt da nicht durch. Geh, okay, ich komme klar. Wo ist denn der Kleine? Ernsthaft? Sei bloß vorsichtig. Freya ist gerade nicht hier, um dich wieder zusammenzubringen. Ja, das ist richtig. Allerdings sieht es jetzt hier richtig mies aus. Rechts ist nicht wirklich eine offene Stelle. Aber links auch nicht wirklich. Das ist doch hier durchgehend. Na, ich. Oh, scheiße. Nein, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wie soll ich denn da bitte durchkommen? Wo ist denn der Kleine überhaupt? Wieso hilft der mir nicht? Moment, kann ich... Nein, du sollst... Du Idiot, du sollst sie werfen. Ja, 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 das geht. Okay. Okay, okay. Dann machen wir das aber anders. Dann machen wir das natürlich... Hier oben... Weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen anders aus. Oh. Okay. Wow. Hm. Krass viele Spinnen. Ach, ist er das? Hm. Was gefunden? Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Kleiner Unterschied. Okay, es wäre allerdings auch ganz toll. Ich habe zwar gesehen, dass da was war, aber es wäre auch ganz toll, wenn ich
hier mal heilen könnte oder so. Macht der da jetzt was mit? Aus dem Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Keine Ahnung. Na toll. Okay. Dann müssen wir wohl doch weitergehen. Oh oh. Und ich sehe potenzielle Gegner. Und habe immer noch nichts, womit ich mich mal eben heilen kann. Du siehst gar nicht gut aus. Ich weiß. Ich bin doch extra ausgewichen, Mann. Oh, wie viele noch? Ich brauche Heilung, Leute. Ja, schieß mehr Pfeile, genau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt in der Panik auch überhaupt nicht mehr daran gedacht, wie ich jetzt überhaupt mit ihm zielen kann. Das war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ha! So, Moment. Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Dafür ist jetzt aber noch eine weitere Höhle frei, wenn ich das richtig sehe. Die müssen wir machen und die haben wir ja schon gemacht. Logisch gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Winde einfangen. Naja, ich muss nur erstmal gucken, ob ich sie einfangen kann. Ah, da. Falsche Taste, falsche Taste. Ja, ist okay. Oder ich war zu weit weg, das kann natürlich auch sein. Natürlich, jetzt mitten in der Aufnahme müssen sie draußen irgendein... Wieso geht das jetzt nicht? Müllwagen vorbeifahren lassen. Oder Straßenkehrer oder sowas. Ich glaube, ich bin wirklich zu weit weg. Es tut mir leid, irgendwie ist im Moment alles daneben. So... Nein! Mach! Och, ist das dein Ernst? Das ist nicht wahr jetzt. Ja, toll. Kann ich jetzt wieder alles von vorne machen? Geht das noch? Vollidioten. Boah. Och, Kleiner, geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Ich bin gerade genervt genug von diesen Idioten hier. Ich meine, von denen draußen sowieso. Die kommen irgendwie immer, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber gut, ich sag mal, die Straße kennen, die machen natürlich nur ihren Job. Och, dein Ernst. Ich muss aber so nah ran. Ich kann das sonst nicht, und so kann ich nicht zielen, Leute.
Wehe, da kommen jetzt wieder irgendwelche Gegner. Irgendwas anscheinend zu weit weg. So, geht doch. Dann schauen wir mal. Hör zu, ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Da hat er nicht ganz Unrecht. Andererseits verstehe ich auch, dass er ihn davor bewahren wollte. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hin. Oh. Hä? Was war denn das? Ja, das war dann wohl nichts. Irgendwas muss ich doch aber sehen. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt, Kleiner. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein. Ich sehe gerade was. Ja, na toll. Das habe ich natürlich eben nicht gesehen. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Hoffst du das? Hallo? Ist der doof? Soll werfen. Mein Gott. Was ist das? Hacksilber. Ah, sehr schön. Und ich dachte, die Segen wären für mich. Okay. Haben wir hier wieder neue Gegner? Aber da hinten haben wir noch was, was wir uns angucken können, so wie es aussieht. Hier links das auch. Seht mal! Das sind die Wolfriesen, Sköll und Hatti. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Ja. Das klingt irgendwie logisch. Okay, also hier ist auch nochmal so ein Teil. Ja, aber wenn ich hier gegenhaue, da kriege ich ja sowieso nichts. Und da kann man rein, da können wir öffnen. Da ist nochmal Heilung, die wir aber eigentlich nicht brauchen im Moment. Vermutlich gleich dann wieder brauchen. Das heißt, hier öffnen wir dann wieder quasi den Weg zurück in die Kammer, nehme ich an. Ja, genau. Ja, dann noch das Letzte. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Das kommt aber gar nicht runter. Ich sehe keine Falle mehr für die, Winde von Hel? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Balkone? Balkone. Aber der Kleine hat recht. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, wo eigentlich das Ziel ist, wo ich hin muss. Das sieht mir doch so aus. Genau. Ich wollte gerade sagen, als ob man da was machen kann, aber klettern ist natürlich noch besser. Achso, ich muss wieder springen. Und wohin jetzt? Hallo? Nein. Da. Das sieht mir aber nicht so stabil aus hier. Ja, natürlich müssen dann wieder Gegner kommen. Das war gut gedacht und schlecht gemacht. Was? Wo? Hä? Wo? Da. Ja, bloß. Genau, roll erstmal eine halbe Stunde später.
Aber ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht mit den Äxten doch ein bisschen mehr gegen die ausrichten kann. Ich bin mir nicht so sicher, weil das sind ja auch Feuerwesen anscheinend. Wie gesagt, ich habe es auch lange nicht mehr gespielt. Oh. Darf man sich hier vielleicht mal in Ruhe umsehen? Spektakulär! Darf ich jetzt endlich mal was machen? Das hört schon wieder an, als ob hier das nächste schon wieder kommt. Ach. Nein, nein. Weißt du, für jemand so beliebten war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin hatte er allen Grund. Okay, wie vorne konnten wir auf jeden Fall noch was lesen. Die Frage ist jetzt, können wir... Da können wir das rausholen. Komm, Kleiner, lies mal hier. Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Vielleicht geht es gar nicht um Tempo. Können die Winde sonst noch irgendwo hin? Da! Da ist die Windfalle! Ja, ja, das ist mir schon klar, Kleiner. Aber ich denke mal, wir müssen... Oh, Moment. Ketten? Ach so, wahrscheinlich... Geht die Kette erst weg, wenn wir das alles haben, oder? Nehme ich mal an. Kann man ja auch so... Naja, man kann theoretisch da drauf zielen, aber es... Ah, Moment, nee. Das sind wieder die Dinger. Wo soll ich denn das Teil reinmachen? Hier sind Vorhänge. Habe ich hier irgendwas verpasst? Irgendwas übersehe ich hier doch gerade. Hacksilber. Oh. Tja. Wo wir es herkriegen, ist klar, aber wo soll's hin? Das ist jetzt die große Frage. Problem ist, ich würde gerne die Folge beenden, nachdem ich das gelöst habe. Aber ich sehe aktuell jetzt gerade gar nichts. Die Kette geht darüber. Also ich bin der Meinung, wenn das unten quasi frei ist, dann wird der Mechanismus freigegeben, dass man hier oben weiter kann. Aber, wie gesagt, ich kann es irgendwie nicht einordnen mit diesen Dingen. Weil hier kann man ja auch nichts machen. Die Dinger sind ja... Da bin ich hochgekommen. Das hat eigentlich normalerweise auch keine andere Funktion. Nach unten sollten wir nicht gehen, weil mit dem Ding können wir ja auch nicht nach unten gehen. Fall nach oben, Fall nach unten, Fall nach oben. Hier auch. Oder, ah, Moment, oder muss ich das da oben reinsetzen? Nee, Moment, das ist das von da oben. Aber wo muss ich das denn? Raffiniert. Ob das so raffiniert war, weiß ich jetzt nicht. Ich habe irgendwas gemacht, ja, aber bringt uns das jetzt irgendwas? Oder müssen wir jetzt doch wieder nach unten? Mal gucken. Also er hat gesagt raffiniert. Das heißt für mich eigentlich was Positives. Er rennt jetzt hier hin. Moment, da haben wir jetzt eine Kammer geöffnet. Ach so. Das sind aber jetzt bestimmt wieder Gegner, oder? Das
war jetzt hier mit den Wölfen die Kammer. Hat die das jetzt freigegeben? Ich glaube ja, oder? Ich denke. Oh, Moment, da hinten ist was. Was war das? Du sollst sie werfen, du Trottel. Ich hab da so ein kleines Zeitfenster. Wie soll das denn gehen? Ach so! Oh, ich bin so doof. Nee, aber das ist doch das, wo wir reingekommen sind. Ja, ich bin aber wirklich doof. Ich hätte hier vielleicht mal... Ja. Andere Seite. Das könnte von Vorteil sein. Er kommt runter. Oh. Was ist los? Falle. Vater! Junge, verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zuketten. An der Wand. Aber es gibt drei davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentriere dich. Du kannst das. Bitte beeil dich. Ich weiß gar nicht, ob ich ertrinken kann. Los, nach. Hatties ist der Silberne. Er jagt den Mond. Der goldene Skull verfolgt die Sonne. Damit Ragnarok eintritt, müssen sie sie fressen. Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mond nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Kann ich die überhaupt auswählen? Links, Junge! Der mittlere, mach schnell! Oh, kann man da auch irgendwie anvisieren? Hallo? Jetzt kann ich den linken nicht mehr, oder was? Mitte, schnell! Die Reihenfolge muss so sein. Mond links, Sonne rechts, Midgard in der Mitte. Rechts! Zieh den rechten! Mond links, Sonne rechts. Mittlerer Hebel. Läuft das auf Zeit? Was passiert? Geht denn der eine? Achso, nee, dann geht der eine nicht. Aber wieso kann ich dann den linken nicht machen? Der mittlere, schnell! Mond mit Gazonne. Denk. Mittlerer Hebel. Scheiße. Ja, ich kann nur diesen in der Mitte machen. Das ist so dämlich. Oh, das geht wirklich auf Zeit. Ups. Also, Mond nach links, Sonne nach rechts. Wie soll ich denn... Den rechten, Junge! Moment, dadurch geht er nach links, oder? Nein, dadurch geht er runter. Oh. Links! Der linke! Also durch den mittleren gehen sie runter, das war das. Gehen sie nach links, meine ich. Der linke. Mond links, Sonne rechts. Midgard in der Mitte. Die Mitte! Komm, komm, komm. Ja? Zieh ja? Rechten. Ja? Ja? Links. Mond mit Gazonne. Denk nach. Ja? Oh. Ich kann nicht ertrinken. Das ist doch mal was. Ich kann nicht ertrinken. Wir halten nicht an. Moment. Wozu ist die große Kette? Vater, über dir. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch gerade mal das eine so hingekriegt. Junge, hol mich hier raus. Junge, du musst die Kette stoppen. Wie?
Ich weiß es nicht. Mit deinem Pfeil oder so, keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Ihr Messer? Es geht nicht anders. Es funktioniert nicht. Das verstehe ich nicht. Oh Leute, ernsthaft? Doch, irgendwie hat's funktioniert. Ich weiß. Aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Ja, das war wirklich sehr schlau. Die Frage ist, können wir die... Nein. Junge. Ach so, man kann einfach B drücken. Okay, gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, da das schon eine extremst lange Folge ist, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und den Rest dann in der nächsten Folge mit euch weiter anschauen werde. Bis dann. Ciao.